Die EU wird in letzter Zeit sehr kritisiert. Ist sie jetzt eigentlich gut oder schlecht? Eine gute Frage ist ein Politiker auf so komplizierte Fragen. Ich glaube, der Beitritt zur EU war absolut notwendig für Österreich und wir würden Hunderttausende Arbeitsplätze verlieren, wenn wir nicht bei der EU wären, weil Erzeugungsbetriebe, Handelsbetriebe dorthin gehen, wo sie mit Sicherheit einen ganzen 500-Millionen-Markt bedienen können. Wenn es nur Österreich wäre, würden nur die paar Unternehmer da sein, die nur für die Österreicher erzeugen. Aber das ist gerade in der Industrie fast kein Betrieb mehr. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, und das vergessen manche Politiker, Beamte, dass man nicht genauso wie die österreichische Regierung, die Wiener Regierung, Landesregierung, Rathaus scharf kritisiere, dass man auch die EU sehr scharf kritisieren muss. Und sie hat furchtbare Fehler gemacht. Die zwei Typen von Fehlern sind einerseits, sie wollen jetzt alles regulieren, die Glühbirnen und die Duschköpfe und ob du dich ja auch immer politisch korrekt äußerst. Das ist also eine Regulierungsmanie, die unerträglich ist. Und das Zweite ist, rund um den Euro hat man halt auch viele Fehler begangen, weil man die eigenen Regeln nicht ernst nimmt. Das ist so, wie was ich beim Fußballspiel, wenn man eigentlich nicht die Hand gebrauchen darf und man fängt dann halt den Ball mit der Hand und der Schiedsrichter sagt, na, war nicht so schlimm, also entweder oder. Ne? Wir geben Griechenland ja sehr viel Geld, dass sie wieder ein bisschen auf eigenen Beinen stehen können. Findest du das jetzt schon fast zu viel, was die EU da ihnen gibt, oder sagst du, naja, das ist noch im Rahmen? Na, also das ist sicher völlig falsch gewesen, glaube ich, dass man Griechenland geholfen hätte. Griechenland würde heute schon viel besser dastehen, wenn man gesagt hätte, wir halten unsere Regeln und zu den Regeln gehört. Es gibt kein Geld für ein Land, das zu viel Schulden macht. Das Land muss entweder brutal sparen, also etwa einen Monat lang den Beamten keinen Gehalt zahlen, da spart man sich gleich viel Geld. Bei den Pensionisten detto ist noch eine Spur menschlich schwieriger, zweifellos. Oder, aber das muss das Land selber entscheiden, Griechenland verlässt den Euro wieder. Aber die Griechen haben 10, 15 Jahre lang geglaubt, sie können alle Preise, Löhne maßlos erhöhen und dann haben sie sich gewundert, dass es nicht mehr geht um. Jetzt nur eine Zahl, die mir da in den Kopf kommt, zu sagen, die, glaube ich, anschaulich macht, was die Griechen selber falsch gemacht haben. Sie haben in diesen ersten 15 Jahren seit Beschluss des Euro ihre Löhne, ihre Gehälter um 30% mehr gesteigert als die Deutschen. Alle kriegen mehr Geld, aber wenn die Deutschen so viel mehr kriegen, haben die Griechen so viel mehr gekriegt. Und das kann auf die Dauer nicht gut gehen, auch wenn sie jetzt furchtbar jammern. Und sie hätten sich sicher leichter erholt, wenn man gesagt hätte, entweder ihr macht wirklich ein brutales, sofortiges Sparen, wo sie sich lange gewehrt haben, oder ihr geht halt etwa zur alten Drachme zurück. Aber das ist eure Entscheidung. Aber es gibt kein Geld von den anderen, weil das war auch so vereinbart. Von der ersten Stunde an war klar vereinbart, es gibt kein Geld. Und das ist eines dieser schweren Fehler, die die EU begangen hat, weil dann nimmt jetzt keiner wirklich die eigentlich verpflichtende Sparnotwendigkeit ernst. Was glaubst du denn, wenn Österreich jetzt auch in so einer Krise stecken würde wie Griechenland, würde die EU uns auch dann Geld geben? Gute Frage. Ich glaube schon, dass Österreich noch auf dem besseren Ufer unterwegs ist. Auch in Österreich sind aber viele Sünden begangen worden. Wenn Österreich so in einer Krise wäre wie die Griechen, würde nach dem Verhalten der EU-Länder in den letzten Jahren es eigentlich logisch sein, dass man Österreich genauso hilft. Nur es ist einfach die Kapazität der Hilfe an einem Ende angelangt.
wer soll denn noch helfen, wenn auch Österreich ins Schleudern kommt? Österreich ist wahnsinnig eng wirtschaftlich an Deutschland gebunden und Deutschland ist das große wirtschaftliche Schwergewicht in der EU. Wenn Österreich also so im Schleudern wäre wie Griechenland vor 4 Jahren war, ins Schleudern gekommen war, sie sind ja noch immer nicht am festen Boden, dann ist Deutschland auch nicht mehr gut unterwegs und dann wird das passieren müssen, was damals schon bei Griechenland viel besser passiert, viel besser gemacht worden wäre. Die Länder hätten selber ganz, ganz massiv Ausgaben zu kürzen müssen. Dann geht man halt nicht mehr mit 58 Jahren in Pension, sondern ein paar Jahre später. Und dann gibt es nicht für alles mögliche Subventionen, Förderungen, übermäßige Beamten, vor allem auch in den Bundesländern, die unglaublich das Geld verschwenden. Irgendwann stößt dieses, einer hilft, einem Land hilft man, dann hilft man noch einem Land, aber wenn allen Ländern geholfen werden muss, dann ist halt die Frage nicht mehr beantwortbar, wer hilft denn dann den anderen, wenn alle Hilfe brauchen? Mehr zu diesem und anderen spannenden Themen lesen Sie auf Andreas Unterbergers nicht ganz unpolitischem Tagebuch unter www.andreas-unterberger.at.